Guten Morgen. Ich begrüße euch im Namen des Herrn Jesus Christus von der Samariswara. Es war eine gute Zeit, zu kommen hier in der Stadt. Mir freut auch, dass wir da dürfen kommen und Gott sein Wort predigen und zuhören. Wir wollen von der Samariswara wiedergehen in uns Galaterbrief. Wir haben ein paar zwei Sendung drei von Galater 2, das erste Part von dem Kapitel, die hier. Und wir wollen von der Samarius der ewige Half, also von Galater 2, von Vers 11 bis Vers 21. Und wenn wir klein bisschen unsere Gedanken erfrischen, von was das vierte Part wir, das wird wo Apollos feuern dort von Gott gedreven, nach Jerusalem gehen, damit der Lehrerschaft wird zurückkommen und von ihm zu hören, von seinen Lehrern, was er lehren dort in Galatia. Und auch wem er da lehren deit und so weiter. Und das hielt sich mit so, als wenn er ein Verlangen hat, der Lehrerschaft eine Unterstattung zu haben, um in Einigkeit taub zu schaffen in dessen Deins, was er da deit. Nicht, dass er wohl von ihm hören, was er da lehren soll, weil es dort hat er auch von Gott selbst gehört, was er lehren soll und wem er gehen soll. Und das erste Kapitel, die hielt wie, wo du was Juden kämen und wollen, dass nie geborene Christen, was zum Glauben gekommen wären, war proben, drei Territen in ihre Sklaverien anzubringen, dass sie sollen, sie können nur einfach gerat werden, dort wird durch das Gesetz holen, durch Wolken und sich Leuten beschneiden und all so eine Sachen aus dort, wo die Kinder können gerat werden davon. So, und dort Borad, den Apostel Paul, dort ist so eine Lehre, ist dort, wo er rumkäme. Und nun hier sich so, er will bloß in Einigkeit mit der Lehrerschaft in Jerusalem taub schaffen. So, das Mal ging er, nun hat sich vorgestellt mit Barnabas und Titus, dann mit einem taub nach Jerusalem reisen. Und dort wir hier, dort, wo die in Einigkeit hüten eingehen deiden, in Vers 8, da geben sie sich die rechte Hand in unseren Städten, seine Arbeit, wo er deid. Petrus sagt sogar, dass er soll gehen in Predigen zu den Nicht-Juden, dass Gott am unbelangt hat, und er wird hier in Jerusalem bleiben und dort die Juden zu den Beschnittenen predigen. Also, wenn er redet von Beschnittenen, dann meint er, so eine Worte da geleben werden und das Gesetz holen, was sie leben, was sie müssen tun, um seilig zu werden. Zu dort hat Petrus reden über Paulus, der predigt zu den Nicht-Juden in Galatien. Und so, dann ging sie weiter in ein, sie ging ihren Bach weiter drei und ging nach Antiochia. Und dort begann sie was Besonderes. Das sagt hier die erste Vers, der elfte Vers, Galater 2, Vers 11, sagt das über aus Petrus, nach Antiochia kam, habe ich ihm für alle Trache gestellt, weil es heißig verschuldet hat. So, hier wird Paulus mit Barnabas und Titus hören, war er drei gegangen, nur Antiochia. Und da nun stellt sich Lothar, da hat kein Petrus auch hier haben. Und hier hat Paulus eine Ursache, Petrus trägt zu wiesen. Und wir wollen sein, woran? Weil es, was er da deut, hat er bewiesen, dass er vielleicht sozusagen dort nicht ganz unterstellt, dass er gesagt hat. Einzig mal dann merkt man dort, mit unseren Worten, wie es wie viel mehr aus mit unseren Wirt. Erstlich mit seinen Wirt hat er gesagt, dass sie ihn eingehen deuten, sie geben sich der rechte Hand und geben sich Sehnen sozusagen und unterstellen ihre Arbeit da. Aber nun mit seinen Worten hier bewiesen hat er anders. So hat er gesagt, aus Petrus in Antiochia kam, habe ich am Altreich gestellt, weil es sich verschuldet hat. So in Vers 12 sagt, weil es euer durch gewisse Männer kämen, die von Jakobus geschickt werden, eit hei mit den Nichtjüden taub, aber aus dei kämen, trag hei sich drei und hielt sich apart. Und worum der hei dit? Sagt, weil es hei fercht sich für die Juden, die ab der Beschneidung hielten. So hier kämen eine Gruppe Juden, wo der Lothar und stürzte Lothar auch noch hier in Antiochia kämen, das hielt sich so, vielleicht ist Petrus allein erstlich gegangen, aber nun hat Jakobus hier nur noch eine Gruppe Juden herangeschickt. Als die später gekommen wären, dann steht Petrus ab und hat Angst, dass er am Anfang begehen und sagt, was hat er dort, was hat er mir dort gegeben. So, sagt er, als die kamen, trug er sich drei und hielt sich apart.
wills hei färgt hod för de juden. Vi vet dort dat Petrus wird en mån wat de sehr leicht wat deid, hei wird en sehr brova, sehr goldminder mån, hei deid viel gouds, hei deid en groten deins für den Herrn, aber hei wird auch fehlerhaftig. Hei deid ein Simul luk denja wat de nicht goud wirn wat te doen. En dat wird einerzle hier deid hei so te sein, jeden dort gehen, was er gesagt hat, was er in der Stadt hat. Er hat hier Angst, er hat hier mit der Tochter gegeten und stand hier ab und trug sich abhört, als der andere Juden hier schnell kam. Wir wissen von vorher, wo Petrus, der hat ähnlich mit den Menschen fährst. Wir lesen dann von, als Jesus festgenommen hat und den Tritzchen wollen, als er den Fuß nehmen wollte, den Beichleiden wollte, kam Petrus in enge Aufhänger rund, um sein Wort wird passieren mit dessen Jesus. In Matthäus 26 sagt er, dass das wieder nur das, was Jesus vorgenommen hat, dass er am Bach gelehrt hat, dass er da kam, wo Jesus war, wo sie am Hängerrechts hatten, ich meine Hänger, die Hieser, da haben sie am vorgenommen, vorgekehrt und so weiter. Und Petrus kam auch da und wollte sein Wort wird passieren. Und da sagt er, Petrus dort büten ab dem Haf, aus ein Dienstmiel kam, in der Arm, seht, du wirst auch ein von dessen Jesus von Galiläa. So sie sehen, du wirst auch einer von dir, von Jesus, seine Partner. Und ich glaube, er hat hier Angst, dort tot zu stehen, weil er weiß gar nicht, was da mit einem wird passieren. Sagt er, aber er über verlucht dort da, für alle und seht, ich weiß nicht, von was du redest. So er verlucht das hier ganz, dort er ein von Jesus, seine Nufall ja wir. In einem Stützchen darauf mit der Luther kam dann noch eine junge Mia, noch eine Kirche kam da hin und sie hat auch gesagt, du wirst auch eine von dir. Ich weiß, dass du wirst auch eine von dir, was da Jesus in den Aufhalt wir. Und dann verlieh er dort Alvara. In einem Stützchen wieder dort und kam nach Meier. Am Stützchen kamen da, was da stünden und sehen zu Petrus, du wirst sicher auch eine von dir, willst deine Sprache verrotti. So, sie wissen, ob man sie nicht spricht, noch wieder in Galiläa und er hat einen Akzent. Dort bewies er, dass du einer von denen wirst. Aber dann wird er sogar da. Er wird da und verlucht, dass er sich nicht einer von denen. Und ich glaube dort wirklich, dass er dort vielleicht nicht entfernt. Er hat verrückt, was damit anwird passieren. So, er hat ein bisschen, er will sich nicht ganz sicher, er hat verrückt für Menschen. Und gleich so sagt er hier, er trug sich weich von dessen, wo er mit Satan dort, wo er mit Erden dort, weil er hat verrückt für die Juden, für die, die kommen. Der wird an der Beschneidung hielten. So, das wir eine Gruppe Juden, die da geliefen werden und das Gesetz nur fallen. Sie mussten sich beschneiden lassen, um selig zu werden, sie wieder. Und ich wundere uns, ob Petrus vielleicht kriegt diese Gruppe wieder, wo er mit Taub, wo er zu dem predigen wird, wo er sein wird in der ersten Part von dem Kapitel, wo er sieht, dass wir beraubt zu diesen Nicht-Juden, zu dem, was er an der Beschneidung holen da in Predigen. So ich wundere, was heute die Predigen da in das Heidorf vielleicht noch nicht ganz sicherhaft gesagt hat, dass sie können geraten wollen durch den Glauben, durch die Not und Glauben an Jesus Christus. Aber jedenfalls hat hier Angst für die und er trägt sich drei. So und woran hat er Angst für die und trägt sich drei? Er wusste, was Gott ihm gesagt hat, was er ihm gewesen hat, dass er soll zu dir predigen, was die Erschlicht geläuft haben, dass sie können geraten werden, nur durch den Wolken hauen, durch den Aufhalten. Und Petrus hat einen großen Einfluss zu diesen Juden. Weil er wieder ein Lehrer, er wieder ein Lehrer in Jerusalem, so was immer er dort, er hat einen großen Einfluss in was er dort dort. Und das bewies ich hier in dieser nächsten Farge. Weil er wieder Petrus wird sozusagen ein Ständer. In Vers 9 redet von, dass Petrus und Jakobus und Petrus und Johannes, die werden angesehen als Ständer in der Gegend. So, wenn die kicken, wenn die gegen sie, und wenn ein Rot fehlen, oder ein Halb fehlen, oder was immer, dort ist nicht, wem sie wollen gehen. Das werden die angesehen, der Ständer in Jerusalem. So, hier wird Petrus, hier am Dach mit diesen Nichtjuden, wo die vielleicht wieder in Kreuz zum Glauben gekommen. Und hat er vielleicht Gemeinschaft gehabt und tut die Jäten, bitte Juden ihr Schien anzuheben, dann dreht es dort rum, dann dreht es dort ganz anders.
Hij stond op en trok zich weg. Also hij trok zich terug en hield zich apart. En dat zei ik, Wils, hij had verig voor jou. Hij had verig voor deze Juden, wat ik hem aan beobacht en checken wat hij deed. Zo dan hebben ze zijn wat hij van invloed had hier, wat hij deed. Vers 13 zegt het, en Wils, hij zo deed, dat hij zich terugdraaien deed, deden andere Juden krijg zo. So der andere den am Charakter war heide. Das hat sagen, er stand ab und trug sich weich von dessen, der heide zu sein, denn dass wir nicht erreichte Menschen mit Taub zu sein, in Gemeinschaft haben und eten, trug er sich drei und diese der andere Juden den Krieg so. So ich habe eins mal sein, vielleicht wie auch eins mal, wir hatten einen großen Einfluss in unser Wirken, wo wir uns verhandeln tun, wann wir uns Christen nahen tun, wo wir leben tun und was wir tun, wann andere Menschen uns beobachten tun. Und hier auch Petrus hat einen großen Einfluss hier zu dieser. Sagt er, wie es heute so deut, deuten der andere Juden gleich so, und sogar Barnabas hechelt mit. So Barnabas, sogar deut. Barnabas wird einer von denen, die erst mit Paulus in Jerusalem ging, wo er sein Partner ist, wo wir viel von lesen, und dort haben wir den Matt Arbeiter mit Paulus. Hat einen großen Dienst auch für den Herrn mit Paulus taub, haben wir einen von seinen Matt Arbeiter. Und hier, der sogar Paulus, er kriegt nach Petrus, was er da hat, und er hat mit Heicheln, und steht auch ab, und er trägt sich apart. So, das beweise ich hier bitte den Einfluss, was Petrus hat, für hat. Die Entscheidung hat, was er mir anlegt, das heißt, ich hier wählen, da apart zu gehen, und sich weiterzutragen, und gehen apart. Wenn er sich nicht hat, Träge tragen, war ich sich ja wiedergebracht, dann würden vielleicht der andere vielleicht auch nicht haben. Würden nicht sein haben, dass deshalb wir auch geraten durch den Glauben an Jesus Christus, der wir in Christus sei. Weil ihr euer, hat Petrus gleich denselben Glauben als diese Juden haben, dass die Juden, die leben, dass diese Nicht-Juden, die haben gleich die Gelegenheit, die können geraten werden. Sie haben nicht mal die Freiheit, aber das haben die Erden oder Gemeinschaft zu haben und so weiter. Klagst du, wie Petrus ist euer auch. Wir lesen von, wo er Gott am Ropen, da haben die Cornelius in Hüß gehen und das Evangelium da bringen. Und dass Gott am Salz gewesen hat, dass er soll da haben gehen. Er soll sich nicht mal in das Hüß gehen, weil das wird nicht in Jüd. So dass wir ganz gehen, er Elia. Und als Gott am Isch gewesen hat und gesagt hat, dass das Cornelius in Hüß gehen, dort wird auch talt rein, sonst die nicht talt rein. Ich bin für dich auch gekommen. So er ging da hin und Cornelius, der kriegt ihm in seinen Hüß nennen. In Apostelgeschichte 10, Vers 28, da lese ich diese Geschichte, ein paar von dir. Ich werde die Geschichte nicht ganz lesen, aber wir sind vielleicht alle bekannt mit dort. Als er ist nennen gekriegt, wir waren Cornelius in Hüß, dann sieht er es dort. Dann sieht er da an, die Weiten, wo dort für einen Jüden jeden dort gesagt ist, mit den Nicht-Jüden taub zu kommen oder Gemeinschaft zu haben. Aber Gott weiß mir, dass er keinen Mensch soll gemein oder arren nennen. So hier hat Gott am ganz klar gewesen, so er sieht dort hier, ich würde ihm nicht die Freiheit haben, hier wie in Hüß nennen zu kommen, aber Gott weiß mir, dass ich kann hier hinkommen, dass er hat ihn auch gewählt, gleich so sei. So er soll nicht der arren enthalten. So deswegen kam er den nennen. Und hat Gemeinschaft mit der Taub und hat predigt das Evangelium da. Und wir wissen dort, dass Cornelius in seinem Haus und viele von seinen Freunden, die der Taub gekommen wären, die wären dort am Glauben gekommen, dadurch, dass Petrus gehorsam wird und kam dann an. So, Petrus hat ganz klar gesehen, dass Gott den auch gewählt hat. Aber nun beweist er, dass er nicht mit dem anders war. Nun spätestens, dass es von Heilig war, mit drei Hallen, von nur dass er nicht Juden gehen in Gemeinschaft haben, mit denen, die auch zum Glauben gekommen wären. Und Paulus sagt, das ist Heucheln. Das ist eine Heuchlerie. Weil es erstlich hat, hat er das einverstanden, dass er wir, hat er da mal starten mit dieser Lehre und zu der, was er da lehren da und so wieder. Weil es hat das Salz auch Salz von Gott gehört, so hat er ganz einverstanden mit dort. Aber nun beweist er das hier anders. So, Paulus sagt, das ist Heucheln. Einer zu sein und was andere tun, das ist Heucheln. Und Paulus hat vielleicht so gedacht, als er sich treten würde und ging sich ein Port holen, als von er vielleicht würden wir zur Politik stehen können, würde das anwählen, würde das nicht sein. Aber da wird zu sein, die Juden, die sagen das alle, auch Barnabas und die anderen auch alle, und sie reden gleich so. Und sogar Paulus sagt dort,
wenn wir trägen nur Galater 2, in der 14. Vers sagt er über uns eigentlich sagt. So Paulus bemerkt das auch ganz klar. Er sagt, was hier angehört hat, was Petrus sagt. Er sagt, uns eigentlich sagt, dass sie nicht für die Wahrheit im Evangelium anstünden, sehr echte Petrus zu verallen. Wenn du aus dem Jüd so leben lässt, aus der Fälscher und nicht aus dem Jüd, wo kannst du dann für die Fälscher bedwingen, so zu leben aus Juden? So in der Wirklichkeit, diese Nicht-Juden, die wären kriegste Gott angenommen wie Gott aus den Juden wären. Du wirst keinen Unterschied zwischen den Juden und den Nicht-Juden in Gott seine Juden. Und Petrus wusste auch, ob er heute nächstes dort leben. Er beweist das nicht mit seinen Worten. Wenn wir in Galater 3, Vers 28 gehen, ein Kapitel wieder, sagt er, du hast nicht keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven oder Free, Mann oder Frau. Wir sind alle eint in Christus Jesus. So, die wird kein Unterschied. So, die in der Juden einhalten, sie halten die Nicht-Juden so aus, wenn sie nicht Christen können sein. Bitte, sie werden all die Regelungen nur folgen, die Gesetze nur folgen und sich beschnitten lassen und all die Dinge, was sie noch mit anhalten. Die können nicht geraten werden durch den Glauben an Jesus Christus. Aber Paulus sagt hier in Vers 15, wie soll's, der wie aus Juden geboren und nicht Sünder von der Fälscher sind, weiten, dort ein Mensch nicht durch das Gesetz holen gereicht wird. Aber durch den Glauben an Jesus Christus. Wir haben selbst an Christus Jesus geglaubt, durch den Glauben an Christus gereicht vor euch zu werden. Und dann sagt hier wieder, wie's durch das Gesetz holen kann kein Mensch gereicht werden. So, das sagt Paulus, das weit wie Gott. Wir weiten das, wir sind uns bekannt mit das. Wir können nicht gereicht werden mit unseren eigenen Worten, durch das Gesetz holen. Aber durch den Glauben an Jesus Christus. Und Paulus, der lehrt das in ein Teil von seinen anderen Brüdern, allerdings lehrt er das, dass sie möchten zum Glauben kommen und durch den Glauben können sie gereicht werden, nicht durch ihre Worten. Weil es mit der Wortenproben zu holen, werden sie alle kalt fallen, mit was sie sollen tun. In Römer, das hat auch sehr klar von Römer 3, Vers 20, er sagt, dass wir durch Gesetzes wirken, was kein Mensch für Gott gereicht worden. Weil es dadurch erst bloß zu sein, was Sinn ist. Das Gesetz, das wies das bloß. Wo ein Mensch steht, was er steht, das wies er an ihre Sünden. Wo sie sind kalt gefallen, mit der Gesetzprobe nur zu folgen, nur zu gehen und alles, was das verlangen hat. Dort wies das bloß, dass sie sind kalt gefallen und dann wies das, was Sinn ist. Und wir wissen auch alle, wenn der Kaxe mit uns sagt, wir sind alle, wenn wir sollen nur das Gesetz nur leben, wenn wir kicken dürfen, was das Lüden dürfen und die Gebauten, wir wollen alle kennen sein, dass wir sind alle kalt gefallen. Jeder einer von uns. Wir sind kalt gefallen. Und Römer, wieder Römer 3, Vers 23, sagt er, du hast keinen Unterschied. Alle Mann haben gesündigt und kämpft durch ein Taukart, was er wie Gott sein soll. So, das wird wir proben zu tun mit unseren Worten, mit den Gesetzen nur fallen, in den Moden vielleicht, was wir gelehrt sind und so weiter, wenn wir wollen da proben nur zu fallen, wie kommt Kart in das, was Gott will haben von uns. Jeder einer sagt er, alle Mann ist Kart gefallen. So, ich weiß nicht, wo du bist, wo du die Fingern hast, aus denen du das zu sein gekriegt hast, dass du kannst keinmal geraten werden, durch die Wolken, durch die Gesetzprobe nur zu folgen. Aus du zu der Ansicht gekommen bist, wo du bist und wo du bist, vielleicht lässt du bist gleich so eine schlechte Person, noch keinmal gewahrst. So, du bist in der Wirklichkeit gleich so schlecht. Du brauchst nicht mehr viel tun, geraten zu werden, nur die Gesetze nur. Du sind so eine Menschen, die viel geraten sind und begonnen als andere. Einzige der Hand sei, wenn ich Sinn und begonnen erlebe, sieht, wenn sie drei denken, dann, wenn wir noch mal Zeugnisse horchen dann von Menschen, dann habe ich hier eine Person, die hat viel mehr belebt als die nächste Person. Aber das ist ein Don't, was das ist, ob das eine große Sinn ist oder eine kleine Sinn, wenn du die begonnen hast, dann bist du kalt gefallen, für was Gott will haben von dir und von mir. Kicken wir, was Jakobus sagt, der von dort. Jakobus 2 verstehen, sage ich, wer das Gesetz. Wer das ganze Gesetz hält und sich über an ein verschuldet, der hat sich gegen das ganze Gesetz verschuldet.
Kan vi høre hvor viktig det er, for vi angesats breden, den er forskjellig under alle. Und all die Regelungen, all die Geboten. Wenn wir einbrechen, dann haben wir alle gebrochen. Du bist groß, sind wir alle kalt gefallen. Auf einer Stelle oder auf einer anderen Stelle. Jesus redet von einem jungen Mann, der dann Jesus kommt, der ein Verlangen hat, zu weiten, was er soll tun, was er können seilig werden. Das wird ein junger, recker Lehrer in Matthäus 19. Und das hat ein Verlangen, er will auch weiten, was er muss tun, dass er können gerad werden. Matthäus 19, Vers 16, dann kam da ein Mann mit Jesus und sagte ihm, Guter Meister, was für Gott muss ich tun, dass ich das ewige Leben kriege? So, das hat er auch gesagt, er muss walken tun, er muss gute Dinge tun. So, er sagt, wohne von den guten Dingen muss ich tun, dass das mir was im Himmel bringt. Dann sagt Jesus zu ihm, wenn du Leben haben willst, dann hol dir Geboten. Das wird dir was Leben geben, wenn du alle Geboten wirst holen. Dann frug er sagt, wohne. Dann hielt Jesus am die Geboten fair. In Vers 20 sagt der junge Mann, sagte am, dort habe ich alle geholt. Was fehlt mir noch? So, das junge Mann, die Leib, habe ich gereicht. Er hat alles getan, was er fehlt zu tun, was die Geboten lüden deiden. So, er sagt, was fehlt mir danach? Du nur sein ich reich. Dann soll ich dort Himmelreich erben. Nur dort, was du sein, das, was ich soll tun. Und dann sagt Jesus als dritter Arm, wenn du was vollkommen sein, dann geh und verkauf, was du hast, und jaff dort die Arme. Und du wirst ein Schatz haben im Himmel. Und folg mir nur. So, aber hier tust du hier, und habe ich gleich sie nur folgen. Aber er sagt, wenn du alles verkaufen wirst, und jaff dort die Arme, dann folg mir nur. Und wir wissen, dass die Geschichte, was da passieren wird, das junge Mann, der nahm dort sehr schwer. Das ist, was er soll tun, dass er im Himmel nicht, er würde im Himmelreich haben. Ein Port haben an das Himmelreich. Er sagt, als der junge Mann dort hier, denke, trürig war ich, weil er hat eine geraute Familie, das wird ein recker Mann. Das ist mir auch am trürig, das ist, was er soll tun. Dort will er verkaufen und dann auch nur fallen. Und dann dort die Arme geben. Sagt Jesus hier, dass recht sein ist ein Sinn? No, das ist nicht, was der Lehre hier ist. Das ist nicht, was Jesus meint. Wir haben, das sind viele Menschen, die sehr viel haben, viel haben Gott haben, und die Jesus nur folgen tun. Und dann viel Gott. Das ist nicht, was Jesus hier prüft zu sein. Er sagt, das soll er alles verkaufen und soll er nur folgen. So, nur dort nur auf das junge Mann hier, das erste Gebot gebrauchen. Da wird die Hirn, er kann das nicht loslassen, das, was er hat. Dort wird sie Gott sozusagen. Das, was er nur fallen wird. Er ging trürig weich. Wir hören noch nicht eins, wo das Mann die Entscheidung gemerkt hat, dass er das getan hat, was Jesus sagt, was er soll tun. Weil er kann das nicht. Dort wird sie Gott und dort ist, was er nur fallen wird, was er herangeht. So, das wird das erste Gebot, was du sagen wird, du sollst keinen anderen Gott haben, bitte arm, bitte Gott. Und das Mann über, der hat das aus seinem Gott nur verstanden. In Gott seine Geboten, dort gesagt, was Gott gegeben hat, dort ist von der und nach, haben wir gleich so wichtig, gleich so jährlich. Jesus sagt, in Matthäus 4, Vers 17, denkt nicht, dass ich gekommen sie Moses sein Gesetz und dort, wo die Propheten gelehrt haben, zu nichts zu merken. Ich sie nicht gekommen, dort über sie zu bringen, aber zu erfüllen. So, das Gesetz, was Gott gegeben hat, muss erfüllt werden. Dort wird nicht, dass das zu nichts geworden wird, dass Jesus gekommen wird, aber das muss erfüllt werden. Das sagt der Vers 18, verlot ihn darauf, solange das Himmel in ihr stunden wird, wird nicht der kleinste Buchstabe oder Punkt vom Gesetz gestreckt worden. Was dort alle erfällt ist. So wie kann das euch erfallen? Wie kann das nicht tun, wo das Gebot lüden, das ganze Gesetz holen, das ganze alle Geboten holen? Wie wir in Kart gefallen da an, über Jesus, Time in Erfeld, Erfeld dort für uns. Gott sei Dank dafür.
weil wir können das nicht. So, wie kann ihr gerat werden durch die Gnade und den Glauben an Jesus Christus, weil er hat dort erfällt für uns, was wir nicht können tun. Ich dachte, ohne sagt ihr, und das studieren, das hier wird euer Denken, das, ich bin nach in Mexiko, mein Vater, da hat ein Geschäft durch für mehrere Jahre, und dann während der einzige Mal, was die Kunden haben sich Schuld angegangen. Und dann haben sie den Sadel, ich will den Schuldsadel wollen betonen, dann gehen wir, dann nehmen wir den Sadel, und wenn er betont wird, dann muss wieder mit einer großen Pei über den ganzen Sadel schreiben. Pagado. Paid. Paid in full. Das ist, was das bedeutet. Und das, was Jesus für uns getan hat. Er kam dort erfüllen, was wir nicht können. Und das hat er am Christ hängen, der hat das vollbracht. Das ist alle betont. Pagado. Für uns alle. Das ist keine Schuld geblieben. Nicht, was wir kennen unter Tau, dass nicht Jesus nach unseren Worten oder unseren Moden, unsere Religion und so weiter nur folgen. No, das rein nicht. Dann haben wir Trainer Galater 2, Vers 17 gehen, der sagt, wenn wir, indem dass wir unsere Reichfolgung in Christus sehen, unser Sinn an sein, steht Jesus dann für den Sinn an? Sei allein nicht. Sei allein nicht. So zu sagen, dass von wie kann gereicht werden, bloß durch den Glauben, durch die Not an Jesus Christus, kann ich dann wieder in den Sinn leben und Jesus wird auch unterstärken? No, sei allein, ich sage das hier. Jesus ist für den Sinn gestorben, aber nicht, dass wir kann dann durch den wieder in den Sinn leben. No, sonst schafft er nicht die Freiheit, wieder zu leben in den Sinn. Und Paulus sagt ganz klar in Römer, das erste Kapitel, sagt Vers 1, was soll wir dann sagen? Soll wir beim Sinn bleiben, dort der Gnade dadurch geraten wird? Willst du vielleicht die Gnade geraten sein, wenn wir im Sinn leben tun, dann wird der Gnade immer geraten. Ich habe dann dadurch in den Sinn leben. Dann sagt er, ab keinen Bach. Wo soll wir, der wir für den Sinn tot sind, durch wieder beim Leben? Dort gibt uns nicht die Freiheit, wieder beim zu leben, und wir sollen nicht mehr wollen. Dann habe ich dort aufgestanden und gestorben zu dort. Dann sagt er in Vers 3, oder weit ihr nicht, dort wie alle, die wir in Christus Jesus gedeibt sind, in seinen Tod nennen gedeibt worden? Wir wurden durch den Deiben mit einem Taub begruft, dort so aus Christus durch den Vater seinen Herrlichkeit jünger vom Tod abgewagt worden. Himmel lesen. Wir wurden durch den Deipen mit einem Taub im Taub begruft. Dort so wurden wir können in seinem Leben wandeln. Wir wurden gestorben in seinem Taub, aber wir können in dem Leben wandeln, was er will haben, was wir sollen tun. Nicht in den Sünden. Meint ihr dann, dass wir wieder keinmal mehr wollen in den Sünden leben, wenn wir gestorben sind, so zu sein, und begruft sind, dass Christus begruft, wir mit einem Taub sind, wie begruft, wo wir dann keine Sinn mehr begonnen? No, ich glaube nicht, dass wir das ist. Ich glaube, wir wollen deswegen sinnen, weil wir noch wohl im Fleisch leben tun. Wir leben noch im Fleisch und wir haben noch einmal jeden Feind zu kämpfen und das nimmt sich noch mal so Raum, dass wir sinnen tun. Aber die Hauptsache ist, dass wir nicht Mautwellens in den Sinn leben tun. Dass wir nicht Mautwellens in den Sinn leben tun. Hebräer 10, Vers 26 sagt, wenn wir die Worte haben kennengelernt und wir dann doch Mautwellens wieder sinnen, dann hast du kein Opfer mehr für unsere Sünde geblieben. So du hast bloß ein Weg, Jesus Christus, der angeboten hat, für wem hat er unsere Sündenschuld hat betont, dass wir können am annehmen, was unser persönlicher Herr und Rader, und dass wir können geraten werden und seelig werden, und dass wir können sterben für unser altes Eck, von unserem fleischlichen Leben in ein Leben nur sehen wollen. Nur. Dass wir da nicht wieder bei uns leben tun. Das hast du nicht angeboten. Du hast keine andere Ratung aus Jesus Christus. So, wenn du nicht eins und andere Weg willst, ist der Apostel Paulus sehr wichtig, dass du keine andere
Evangelium gepredigt wird, wieder dort, wo er predigen wird, wo der kann Menschen selig werden, dass er kann gerat werden, durch die Gnade und Glauben an Jesus Christus, nicht durch Wirken oder eins, was wir können tun. Ich schlich euer, der hat auch dort nur folgen, die Gesetze nur folgen, und sei ja schon, denke ich, ab der Gesetze nur, was er lehren wird. Braucht er dort nur zu folgen, so gut, dass er können. Hat er dort Dollar aus eins und andere wird. In Galater 1, Vers 14, da lesen wir, ich jenk im Judentum wieder aus alle andere in meine Tiet. So strengt er mich an, mein Futter er Gesetze zu holen. Meine Futter er Gesetze zu holen. So, das sage ich nicht mal, das will er einmal hier tun. Er sage ich nicht mal, dass ich probe, Gott sein Gesetze zu holen. Hei Pro, so sei er, als er könnte, sei er als Mehlis, seine Futters er Gesetzen holen. Vielleicht er der Moden und so wieder. Dort probe er hier runterzugehen und zu tun. So sei er, als er könnte, alles eins und andere. Aber nun käme heute der Ansicht, zu was er deut. Wem hat er nur folgen? Jesus Christus oder Menschen? Menschen Gesetzen. Und Jesus weiß ihm ganz klar, dass du das je in mich gehst, du gehst je in Jesus, je in die Lehre. Nun wird er durch das Gesetz proben zu holen, dort wird er aufgestorben, und dort hat er sie gelacht, und nun lebt er nicht mehr für dort. Und dort ist, was seine Lehre ist. Hier in diesem Brief auch wieder lest, lehrt er, dort wir können geraten werden durch den Glauben an Jesus Christus, nicht durch Wirken, nicht durch die Satz nur folgen. Er sagt, wenn wir trägen, nur Galater 2, der 9. Vers sagt, der ich sie durch das Gesetz, für das Gesetz gestorben, dass ich für Gott leben kann. Nun hat er ein Verlangen, er wird gestorben, hat er gesagt, nun kann er leben für Gott. Wo können wir auch anders leben, als wenn wir dort aufgestorben sind, was wir erst wären, dass wir gestorben sind, hat er gesagt, dass die Satz nur folgen in all dort. Wir machen wir dort kommen, wo wir dort abgeben tun, was wir glauben, was wir kennen tun und was wir vielleicht mit hier tun haben, dort aufstehen. Paulus hat dort alle aufgestanden, was er erst glaubt, was er sich meint zu tun. In der 20. Vers sagt er, jeder mal ich in mich, dort ich in mich. Er sagt, ich sehe mit Christus mitgekriegt, dort sie endlich nicht mehr ich, der du lebst. Dort ist Christus, der in mir lebt. Dort leben, dort ich, hier im Fleisch lebe ich im Glauben an Gott sein Sehen, der mir Gott wir und selbst sich für mich handelt. So, irgendwann lesen wir hier, dort ich und dort mir. Nun hat er sich alle hier umgeändert. Nun lebt er für Gott. Der, was am Gott wir, was am Leben dort, was sich ja handelt hat für arm, der nun in arm wir. Nun hat er was anderes, was er in sich hat. Und dort wird Jesus Christus. Und wir können hier in Paulus hat es sehr persönlich genommen, dass wir alle ich in mir. Er hat es persönlich genommen, was da passiert wird, dass wir Physik. Ich denke, wir haben an der Farge Johannes 3, Vers 16, wo viele Menschen sagen, dass er der favorite Verse und das soll auch sein. Ich glaube, das soll uns so bekannt sein, wir sollen da alle so sehr bekannt mit sein, dass wir uns in einen Namen, den einen geschrieben haben, einen anderen genommen haben, und das so persönlich genommen haben, dass ich, wo du sagst, Gott ist jeb eins so live. Ich soll mir nur nicht hinanschreiben, ich soll in jeder einer verjüngen. Gott ist der Welt so viel wert, dass er sie in einen sehen darf, dort jeb eins, sagt er all day über das ich, der an Arm geleben, nicht verloren gehen, über das eure Leben haben. So hier, wo jeder einer kann sagen, sie nun nennen, schreiben und würden verlangen haben, dort zu tun. Das ist ein Akt, das ist mir so gut gewesen, hat mir so sehr geläuft, dass er sie in sehen schreien wird. Einzig mal sein, hier dann nochmal Menschen sein, dort, wenn du bloß eine Person wird, hier bewählt, für wem muss der Rahmen geschickt werden, Jesus wird gekommen sein für die Person. Und dann wird es, dass du oder ich wie warst. So viel Leib hat er für jedem ein. So Jesus sieht hier nicht, dort ich dann gekommen, für die, wo das Gesetz nur fallen down und wo das vollkommen kann, für die sie gekommen. Er sieht, nein, no. Der wird auch an mich leben down. Der wird an Arm leben down. Der nimmt er an. Durch die Gnade und den Glauben an Jesus Christus.
Wenn man all versagt, sage ich, über wann dort utgenoden ist, dann ist dort nicht mehr durch Worken. Durch Worken verdient. Das wir genod nicht mehr genod. So dann fragen wir uns vielleicht, ist das dann überhaupt nötig, go to Worken to down? Wenn die Worken uns nicht raten können, wann dort nichts ist, ist das dann nötig, dass wir go to Worken down? Und dort ist. Go to Worken ist sehr nötig to down. Das bringt viel Segnungen an unsere Menschen. Menschen, die Hilfe fehlen, die Trost fehlen, was immer das ist, wenn wir uns wählen, andere Menschen mitzuhelfen und mit ihnen zu gehen, wo immer sie gehen, wenn sie schwere Tiden haben, wenn wir mitgehen damit, mit ihnen, das ist neidisch und das ist gut. Auf Vers 2 verstehen, sage ich, dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen, in einen Stein versagt, dass wir Gott tun können. Dann sagt er, in uns soll wie auch du noch leben. So, nun sollen wir auch nur leben. Go to work to für den Nächsten. Nicht zur Seiligkeit, aber ohne den Segen zu sein. Nicht, dass wir uns zur Seiligkeit kennen für deinen Dummer, aber dass wir können Segen sein für den Nächsten. Und wir können gerat werden, dann würden wir uns vielleicht pochen mit uns selbst, und wir können gerat werden, nicht go to work. Paulus sagt, dass nicht der Work, dass wir nicht üben können, uns selbst zu loben. Nur auf Häuser 2 verschneien. So dass wir nicht üben können, uns selbst zu loben. Das Leben hat auch Salz getan. Das sei wichtig, dort zu weiten, dort zu begreifen, zu der Ansicht zu kommen, in der Tauschstunde, dass ich vielleicht lange geprüft habe, dass es alle vergeht. Ich bin kalt gefallen. Ich habe mich verschuldet und das gebaut oder Jan gebaut oder was immer. Und dadurch wieder kalt gefallen. Und dann der letzte Vers hier, Galater 5, Vers 1, finde ich, sagt er, ich stelle Gott seine Gnade nicht zu sehen. Weil wann, wie durch das Gesetz können gereicht werden, dann wird er keine Ursache, dass Christus hat sterben muss. So hier kann man warten, da habe ich diesen Vers, habe ich vielen gehört, dass wann das könnte, dass wir das selbst können. Wenn ich mir könnte mit meinen Worten, was immer das wird, vielleicht kannst du viel mehr gute Dinge tun als ich, und vielleicht kann ich mehr tun als du. Aber das hat keinen Unterschied. Das merkt nicht, dass wir uns mit dem Wort in können raten. Und wenn wir das haben können, dann wird er gesagt, dann geh halt den Salz und probe sie Gott down ist die Kost, dann kannst du vielleicht raten. Nein, wir können das gleich. Wenn das wird mehrlicher was, dann hat Jesus nicht mehr bekommen und gestorben für uns. Und wir wissen, dass Jesus muss ein sehr betteres, schwere Tod leiden dadurch. Weil der Heil muss dort erfüllen, was wir nicht können. Das sind die Schuldbetonen, was wir uns selbst verdient haben. Jesus fürchtet sogar, also ich betue wieder, dass er soll gekriegt werden, kurz vor dort, als er am Garten beten wird, zu sein Futter. Seht ihr, fürchtet noch, als das möglich wäre. Er fürchtet sein Futter, als das möglich wäre, wenn ein anderer weich wäre. Matthäus 16, 20, Vers 9, der sagt, es ist das. Er ging noch im Bett wieder und fall ab in Gesicht im Bett. Mein Futter, wenn das möglich ist, so heißt es, wenn das möglich ist, dann lud dessen, diese Lieden an mir vorbeigehen. Aber Gott sei Dank für das letzte Part von dieser Vers, wo das sein wird, doch nicht so aus ich will, aber so aus du willst. So, er wird wollen, und dann wird von Schwur, dass er für sich hat. Er sagt, ich will nicht mein Willen, aber wenn es möglich ist, dann wird das passieren. Aber das wird nicht möglich. Weil es wird keiner, was der Sinn und Schuld kann betonen. Ich kann nicht, ich werde ein fehlerhafter Mensch, ich kann nicht deine Sinn betonen für dich. Das finde ich mehrlich, weil ich habe mich selbst verschuldet. Und so wird mit jedem ein, das soll man selbst verzeihen, dass jeder eine wird kalt gefallen dort, wo er soll sein. So keiner kann den Nächsten seinen Sinn betonen. Das muss ein ganz fehlerloser Lohn sein. Der kann den Sinn betonen, dort wird Gott ihn sehen. Dort wird der Einzige wahr. Da wird keine andere Mehrlichkeit. So, ich weiß nicht, wo die Stunde ist von der. Als du in unserer Märzone sein, wo du noch einmal läufst, vielleicht durch Worten kann ich mir nur bringen, nur Gott. Oder eins, ein Tauhörchen, was ein Livestreaming-Tauhörchen ist, wenn du noch einmal so läufst, dass du kannst die Raden, durch die gute Worten down. Ich glaube dir an, sei das nur, was der Schrift sein wird, was Gott sein wird sein, dass du warst kaltvoll, du warst die anschmieren, aber du hast ein Weich der Rüt. Wir können dort annehmen, was Jesus Christus getan hat, und er sagt, das ist ein Geschenk für uns. Dort annehmen,
und an uns bedanken und an nu so leben aus Heibal Han. Herr, auf uns die Kraft gegeben, dann so zu leben aus Heibal Han. So, ich sehe bloß dankbar, dass Gott uns auf der Ansage sein, dass wir durch ihr kommen werden, dass ich sein durch ihr kommen, dass ich dir können sein, ich kann das gleich. Ich muss mir Hand geben, zu Jesus sein. Dankeschön, nimm dir meine Schuld und weich von mir. Wie man da bloß, wie wird das Taustuhl sein? Ich kann das nicht, ich habe mich verschuldet an die. Verjaff mir meine Sünden. Ich schreibe es dann, als sei trü in die Reichen, verjaff uns unsere Sünden. Er merkt uns reich, wie arm. Das ist so wie, dass ich gehen will. Wir sind am Ende von dem Kapitel gegangen. So, ich kriege vorwärts zu was da wieder was in diesem Brief sein. Weil wir unsere Hälfte noch nicht haben gebeten. Gott, himmlischer Vater, ich danke dir, was von der Samarius, für diese Botschaft, die wir haben. Das ist ein Brief von was du dir den Apostel Paul gegeben hast, zu predigen, zu all den Fälschern, zu all den, die was da übersehen haben, was neidig wird, zu raten, dass sie können sich zu sein kriegen, wo sie wären, und dass sie nicht sich selbst verraten können mit ihren Worten, mit den Gesetzen, Nufallien und so weiter, oder Mauden mitmerken, oder was immer dort ist, dass sie sich nicht können erraten dadurch. Und ich danke dir, Gott, dass Apostel Paulus so Jahren dort predigen wollte, dass er so ein großes Verlangen hat, dass alle Menschen dort zu hören kriegen, dass sie können geraten werden, aber nicht durch ihre eigenen Worten, aber dass du ein Weich ist, durch den Sehen Jesus Christus. Ich danke dir auch, dass wir von der und auch noch haben bekannt, dass annehmen, dass das Brief gleich so gut zu uns noch einmal reden wird, als dann zu der Zeit, als zu der Galater reden wird. Möchtest du unsere Horten aufmerken? Und ich bitte Gott, wenn du noch eins wäre, wenn eins wo einer sich noch nicht ganz sicher ist, wo er kommt, zum Glauben kommen, und er sich selbst vielleicht so feilen, dass er aus so viel an Kart gefallen ist, war er holend, hat er sich vielleicht die Entscheidung gemerkt, er will bessere Leben führen, und er will proben, die Gesetze nur zu gehen, und fängt, dass er einmal war er kalt voll und Herr, ich bitte, dass du so eine Person dort wirst wiesen, dass wir kann nicht erreicht werden, durch die Gesetze holen willst, wie voll und kalt. Aber, dass du rot ist für so eine Person. Dass du hast die Sündenschuld betont, für uns, für jedem ein, dass wir bloß brücken, sterben zu uns selbst und dann abweichen und zum Leben kommen in Jesus Christus. Ich danke dir, Gott, für die Gaude, nur recht, die wir haben. Ich bitte, dass du wirst jedem ein, das Utenbohren, der das noch nicht zu sein gekriegt hat. Ich danke dir für diese Botschaft und ich bitte, dass du wirst wieder ans Leiden in diesem Brief, was wir durchkommen. In dem nun wir mit Danksagung. Amen.